So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme von Limbo. Es ist die letzte Aufnahme, da meine Festplatte gleich wieder voll ist. Hier müssen wir jetzt. Ist hier eine so ein Sega. Erst hier drauf. Dann hier drauf. Ach, das ist nicht der Ernst. Das war irgendwie zu zeitig. Oder erst der hier. Dann der hier. Zu spät. Kommt doch gleich auf Freiwillig reinhüpfen. Ja, an der Stelle hingen schon viele Let's Player und auch lang. Das war Absicht, das war wirklich Absicht. Ist immer noch ein kleines etwas. Dann so ich gerade so nicht geschafft, jetzt habe ich so lange gepennt. Sag ich doch. Hui, hui, hui. Hast du das Spiel, hab ich das schon gesagt? Oh mein Gott. Ich freue mich schon auf eine bestimmte Stelle, wo ich dann nicht mehr weiß, wo es weitergeht. Und ich hoffe, die kommt jetzt nicht. So schnell auf die Uhr geguckt. Hinten ist ein Easter Egg, will ich schon mal so sagen. Da gehen wir jetzt auch hin. Natürlich seine 5000 Watt Augen leuchten noch. Eine schöne Soundkulisse hier auch. Ja, das war das. Ja, hier, so ein kleines Easter Egg halt. Ist eigentlich schön, ne? Würde ja gerne einen Screenshot machen. Geht aber nicht. Naja. Warte mal. Webs hat doch ein Screenshot-Programm. Okay, ich weiß nicht mehr. Naja, ich weiß auch nicht, vielleicht könnt ihr jetzt sogar schon die FPS sehen. Ich hoffe es natürlich nicht, aber das sowas auch sein. Auch sehr, eine sehr tolle Soundkulisse hier drinne. Ich habe gedacht, es gab bei Fabs eine Funktion zum Screenshot machen. Ich weiß aber nicht mal, welche F-Taste das war. F9 ist Aufnahme, das weiß ich. Und F12 ist glaube ich Benchmake Hotkey oder sowas. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Die Stelle habe ich gemeint. Gucken auf die Uhr. Mistvieh. Wir kommen allmählich vorwärts. Mann.
komme nicht schnell genug hin. Ich bin jetzt hier ganz ruhig. Habt ihr das gesehen? Hat schon dahinter ausgestreckt gehabt. Das dampft sogar noch richtig schön. Ich meine, die sind logisch, die fliegen dort, dampfen tut's nicht. Leider. Und ich muss dann nochmal wegen Skype-Nachrichten gucken. Das ist die letzte Aufnahme für heute. Beziehungsweise bis ich den nächsten Parts hochgeladen habe. Ich weiß nicht mehr, ob ich Steuerung drücken muss, wenn ich an dem Vieh bin. Oh man, ich kann die Stelle nicht ab. Gibt es kein Safe Game, wo die nicht ist? Ab hier weiß ich auch nicht mehr, wie es weitergeht, weil da war das Kronkel's Play zu Ende einfach. Man hat gesagt, ui, ist das kompliziert. Also das letzte Test war das eigentlich. Ui, ist es so kompliziert. Hier höre ich mal lieber auf. Da hat er 1 Stunde und noch was gespielt. Ich muss dann mal gucken, wie lange ich gespielt habe schon. Oder mal 8 mal 10, 80. Ja, kommt ungefähr hin. Ja, mach dich ja weg. Kann ich es anpacken? Nee. Hätte ich es als Waffe mitgenommen. Oh nee, ich weiß nämlich auch noch, wie es weitergeht. Oh, das ist so scheiße, die Stellen, die jetzt so kommen. Eigentlich wollte ich das Let's Play noch nie bis in diese Stelle weiterführen. Hab noch 3 Minuten. Weil schon ich weiß, was wir hier machen müssen. Achso, wir müssen. Es könnte nur sein, dass mir Apfelforscher schon geschrieben hat und sagt, ja, ich gebe dir deinen Minecraft-Account. Ich leite dir meinen Minecraft-Account hier für eine kurze Zeit. Sich aber noch nicht gemeldet. Ah ja, die Stelle ist auch so toll. Na. Ich mag das Geräusch. Nein! Wie nennt man das Geräusch? Gibt's da? Mann. Ich muss lernen zu klettern. Nee, ist mir zu kompliziert. Ist mir zu kompliziert. So ein Drecksspiel. Ja, hier, ne? Müssen
müssen schon komplett ranfahren. Ich lerne es erstmal hier. Guck so drüber, so. Es ist einfach, es dauert einfach zu lange bis hier ran. Könnten es auch so probieren mal. Jetzt wird's was. Jetzt. Alter, schlag mich tot. Ist doch zum ran. 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 So. Oh, der Port geht jetzt schon zu lang. Gut, da beende ich ihn. Bis später. Ich mach doch noch einen Port. Also bis gleich.